Servus Leute, Neobahamut hier und ein weiteres Commentary von mir, jawohl. Ja, wie ihr sehen könnt, spiele ich frei für alle hier, aber wenn ihr merkt, der erste hat schon 14 Kills im Vorsprung und das ist auch ein bisschen mein Thema jetzt die Runde hier, weil das Gameplay dauert nicht wirklich lang. Black Ops 2 kotzt mich persönlich extrem an, wenn man alleine spielt, dass man fast nur in laufende Lobbys kommt, dass meistens auch eine Niederlage ist. Also auch hier zum Beispiel, weiß nicht, wenn man hier gerade guckt, 2 zu 17. Ich habe so abgekotzt, wo ich den Punktestand schon gesehen habe, weil ich dachte, schön, frei für alle wieder eine Niederlage, für die ich nichts kann. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, in frei für alle, ich gewinne alle meine Spiele in frei für alle. Oder man muss ja gar nicht alle Spiele gewinnen, man muss ja nur in die Top 3 kommen, das wird schon als Sieg gewertet. Und ich habe einfach alles gewonnen. Und die einzigen Niederlagen, die ich habe, sind einfach durch laufende Spiele. Ich komme beim ersten Mal immer in ein laufendes Spiel rein und verliere das definitiv. Also, wie gesagt, sowas hätte ich in der Regel, glaube ich, auch verloren, aber ich konnte das gerade so gewinnen das Spiel. Also es war zum Schluss auch richtig viel Glück dabei. Es war auch eine Situation, wo ich wirklich dachte, das war's jetzt. Jetzt habe ich verloren, aber ich konnte zum Schluss nochmal schnell 5 Kills holen und die ganze Geschichte für mich zu entscheiden. Aber das kotzt mich extrem an. Also bei Black Ops 2 finde ich das übertrieben. Wenn man alleine spielt, kommt man fast nur in laufende Spiele. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei mir ist das wirklich extrem und wirklich die meisten Niederlagen in frei für alle, oder alle Niederlagen in frei für alle, habe ich einfach durch solche Spiele. Und das finde ich persönlich richtig zum Kotzen. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, ob ihr da mehr Glück habt als ich, aber ich bin da irgendwie wirklich von Pech verfolgt. Und ich versuche hier wirklich verzweifelt unter die Top 3 zu kommen. Mein Ziel war ja gar nicht, das Spiel zu gewinnen. Ich wollte verzweifelt unter die Top 3 kommen, weil das zählt ja dann auch schon als Sieg, wie ich schon gesagt habe. Und das Dumme ist, man kann ja auch gar nicht mehr sofort rausgehen oder so. Man kriegt sofort die Niederlage. Sobald man das Spiel betreten hat, hat man verloren. Auch wenn ich das Spiel betrete und das Spiel ist dann zu Ende. Ich habe das Spiel noch gar nicht eine Waffe ausgewählt. Zählt das als Niederlage bei Black Ops 2? Finde ich persönlich auch extrem dumm, die Lösung. Bei MW3 konnte man wenigstens, wenn man gar keine Waffe ausgewählt hat, dann man über Zeitüberschreitung oder sofort rausgegangen ist, hat das nicht gewertet, das Spiel. Aber bei Black Ops 2 wird einfach alles sofort gewertet. Finde ich persönlich extrem beschissen. Weiß nicht, mich würde mal interessieren, ob ihr auch so viel Glück habt, dass ihr richtig oft in laufende Spiele kommt, wenn ihr alleine spielt. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren, oder ob ich einfach nur Pech habe und das Spiel mich hasst, wie eigentlich mich es immer hasst. Obwohl die Runde hier ganz gut abgeht, jetzt kann ich noch ein paar Worte zum Gameplay sagen. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie synchronisieren kann, aber keine Ahnung, geht nicht, ich sehe keine Zahlen hier. Tot. So, das müsste reichen zum Synchronisieren. So. Ich spiele ja wieder mit der MSMC. Wie gesagt, ich finde diese Waffe so abgöttisch geil. Also ich weiß nicht. Die Waffe finde ich cool. Ich spiele sie immer mit langem Lauf und erweiterten Magazin. Da kann man noch ein bisschen den Munitionsmangel wegmachen. Und du kannst mit der Waffe so gut abgehen. Die ist auf nahe Distanz, auf Long Range. Ist die Waffe einfach hammergeil. Also ich weiß gar nicht, warum alle immer so auf die PDW schwören. Ich schwöre auf diese Waffe, weil ich finde die geil. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass mein Keksmann mich immer so angrinst, wenn ich in Zoom reingehe. Kann natürlich auch sein. Aber naja, was will man machen? So, man sieht schon, ich bin jetzt wieder ganz gut rangekommen. Es steht 23, 25. Und gleich habe ich wirklich gedacht, dass ich es verloren habe in der Situation, weil ich einfach in einer dummen Situation gestorben bin, wo ich wirklich dachte, so, das war es jetzt mit dem Sieg. Hätte mich aber wirklich gar nicht so sehr gestört, weil ich wirklich so spät ins Spiel reingekommen bin und der erste Platzierte hat schon fast die Hälfte der Kills erreicht. Und deswegen hätte ich es gar nicht für so schlimm gefunden, aber naja, was will man machen? Genau jetzt hier kommt gleich die Situation, wo ich dachte, jetzt habe ich es verloren. Weil der Typ hätte ich nicht gedacht, dass er mich holt. Und das war auch rein zufällig der, der auf Platz 1 war. Und ja, jetzt hatte ich Glück gehabt, dass ich zum Schluss richtig geil die Gegner oder zum Schluss, den mache ich noch einen Double Kill, was richtig geil ist. Aber wie gesagt, das muss ein ganz kurzes stottert euch zum Schluss auch noch cool. Das ist ein ganz kurzes Kommentar. Wie gesagt, mich würde interessieren, ob ihr auch so viel Glück habt mit laufenden Spielen und oder nicht. Und ja, ich hoffe, ihr hattet an dem kleinen Gameplay ein bisschen Spaß dran gefunden. Und ja, haut rein, wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.